Hallo, ich bin Jan-Philipp Albrecht. Ich bin der Digitalisierungsminister in Schleswig-Holstein und ich habe 5 Gründe für euch, warum ihr euch mit Digitalisierung mehr beschäftigen solltet. Erstens, Digitalisierung verbindet. Das heißt also, wir werden durch die Digitalisierung näher zueinander rücken. Das erleben wir schon alleine in diesem Pandemiejahr tagtäglich. Aber das wird natürlich sich weiter auch verstetigen. Wir werden in allen täglichen Tätigkeiten, die wir haben, wenn sie digitalisiert stattfinden, ständig vernetzt sein. Das heißt also, uns auch austauschen können, viel mehr voneinander mitbekommen können. Und das ist ein positiver Aspekt, der natürlich aber auch gestaltet werden will. Zweitens, Digitalisierung beschleunigt. Das heißt also, wir müssen uns nicht nur mit den positiven Aspekten beschäftigen, dass ich also vieles parallel machen kann, dass ich vielleicht auch vieles automatisiert erledigen lassen kann, ohne dass ich mich selber kümmern muss, sondern wir müssen uns auch damit befassen, was macht das mit uns, dass wir immer schneller auch und in einem beschleunigten Umfeld leben und arbeiten. Ich glaube, dass es deswegen wichtig ist, sich mit Digitalisierung zu beschäftigen und sich zu überlegen, wo ist das schneller gut und wo brauche ich vielleicht auch einen Ausgleich zu dieser Beschleunigung. Drittens, Digitalisierung vereinfacht. Es heißt also, dass digitale Anwendungen und Dienste nicht nur die Erledigung von Aufgaben einfacher machen, weil sie uns helfen oder uns diese Aufgaben möglicherweise ganz abnehmen, sondern wir können große Herausforderungen, die uns jetzt noch sehr schwer erscheinen, vielleicht einfacher bewältigen. Wie zum Beispiel, wenn es darum geht, die ökologische Transformation wirklich über den Berg zu bringen, die jetzt wie ein Riesenstein vor uns liegt. Dass wir neue Innovationen, künstlich intelligente Anwendungen zur Lösung solcher Probleme nutzen können, ist eine Riesenchance und deswegen lohnt es sich auch, sich damit intensiv zu befassen. Viertens, Digitalisierung ist anfassbar. Und das ist gut so. Wir können uns heute mit Digitalisierung viel stärker und intensiver befassen, weil sie nicht mehr nur theoretisch durch Techniker verstanden werden kann, sondern wir können sie erlebbar machen mit virtuellen Realitäten oder eben auch mit konkreten Verkörperungen, wie zum Beispiel kleinen Robotern oder anderen wirklich sichtbaren Möglichkeiten. Und diese Möglichkeiten, die sollten wir ins Land bringen. Die sollten wir dorthin bringen, wo die Menschen vielleicht auch Schwierigkeiten haben, Digitalisierung bisher zu begreifen. Wir wollen zum Beispiel im Land digitale Knotenpunkte schaffen. Ein Ort des Erlebens von Digitalisierung. Das sollte uns weiter anspornen, in diese Richtung Digitalisierung wirklich an jeden und jede heranzubringen. Fünftens, Digitalisierung ist real. Es verändert uns. Es wird uns berühren. Es wird unser Leben verändern und neu gestalten. Und deswegen heißt es eben, sich auch reinzubegeben in die Gestaltung der Regeln und in die Gestaltung auch der Rahmenbedingungen für den Einsatz, zum Beispiel von künstlicher Intelligenz, von intelligenten Maschinen, die uns in Zukunft wie ein Partner oder ein Freund im Leben begleiten werden. Und dafür ist es wichtig, dass wir uns als Gesellschaft intensiv mit den Fragen, die sich dann ergeben, beschäftigen und gemeinsam auch neue Wege finden und alte Gesetze und alte Zöpfe vielleicht auch ein Stück weit hinter uns lassen und uns auf neue Regelungen einlassen. Gerade die Politik braucht dafür Input und dafür sind Diskussionen notwendig. Und ich freue mich, dass all diese Aspekte im Rahmen der digitalen Woche, natürlich auch digital, wieder diskutiert und eine Rolle spielen werden und freue mich auf Sie und euch alle, wenn Sie dann und ihr wieder miteinander zusammenkommt bei der digitalen Woche hier in Kiel und natürlich auch im digitalen Raum.